Ja, grüß euch und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute sind wir mal auf einer Winterwanderung, aber nicht Schneeschuhwanderung unterwegs. Und zwar ging es heute auf einen der bekanntesten Gipfel bei uns in den Allgäuer Alpen. Und das sollte den meisten tatsächlich eigentlich ein Begriff sein. Denn wenn man Richtung Süden fährt, Richtung Oberstdorf, ist es tatsächlich auch der erste Gipfel, den man sieht. Und zwar waren wir heute auf dem Gründen. Und auf dem Gründen gibt es diverse Wege nach oben, wirklich von leichten Hartschweg bis anspruchsvoller Klettertour mit teilweise im vierten Grad. Und ich habe dieses Jahr vor, die ein oder andere Tour euch auf dem Gründen zu zeigen. Und angefangen haben wir heute mit der Tour auf den Normalweg aufs Burgberger Hörnle und vom Burgberger Hörnle dann rüber zum Gründen und dann vom Gründen runter zum Gründenhaus und dann wieder zurück zum Parkplatz bei Burgberg. Genau, die Tourendaten, Tourenbeschreibung sowie den GPX-Track findet ihr auf meinem Outdoor-Active-Profil. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ja, es sei gesagt, die Tour, auch der Normalweg aus Burgberger Hörnle, ist eine mittelschwere Wanderung, die naja, vielleicht im ersten Grad oder Schwierigkeiten im ersten Grad auf euch warten. Aber ist sehr gut machbar. Dennoch erfordert die Tour ein bisschen alpine Voraussetzung oder ein bisschen alpines Können. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Zusehen und bis gleich. So, ihr habt es gerade gesehen auf dem Schild. Gründen rot, Burgberger Hörnle blau markiert. Hier nicht aufs Glatteis führen lassen. In Deutschland bedeutet ein blau markierter Weg, dass es sich um einen Alpinweg handelt. Das heißt, wer so ein Schild sieht, der wählt lieber den einfacheren roten Weg, wenn er sich nicht sicher ist und sich damit nicht auskennt. Also in Deutschland blau, schwerer Weg. Thank you.
Flachmann schon ausgepackt. Das war die Tour also vom Burgberger Hörnli oder aus Burgberger Hörnli rüber zum Gründen über den Normalweg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wie ihr gesehen habt, die Bedingungen waren winterlich, aber durchaus sehr gut und hervorragend. Dennoch waren, ja, wie bei dieser Jahreszeit üblich, Grödel ein Muss. Aber ja, ging hervorragend. Wie gesagt, wenn ihr die Tour nachmachen wollt, die Tourenbeschreibung findet ihr auf meinem Autoactive-Profil, den Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer nochmal danke fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich mal am Berg. Also macht es gut. Servus. Thank you.